Gleich drei Dinge sind beim Grand Prix Vorarlberg in Nenzing 2018 anders. Erstens, es regnet nicht. Zweitens, der Streckenverlauf ist verändert. Und am Podest steht beim Heimrennen seit langem wieder einmal das Team Vorarlberg. Das Wetter präsentiert sich windig, aber dennoch trocken. Auch die Sonne kommt zeitweise hervor. Soweit der Wetterbericht. Und nun ab zu Harry Müllner, der wieder einmal einige Wortspenden vor dem Rennen gesammelt hat. Ein Mountainbike-Weltmeister auf Abwegen, Daniel Federspiel, gibt heuer seine Premiere in der Bundesliga bei einem Straßenrennen. Was darf man sich denn von einem Mountainbike-Weltmeister hier erwarten? Ja, jetzt eigentlich gar nichts. Das ist jetzt mein erstes Rennen, also mein erstes richtiges Rennen auf der Straße. Also Tschibo, Top-Radliga bin ich da vorne noch nicht gefahren. Also ich mache mir da keine Hoffnungen oder sind schon was. Also ich sehe es jetzt einmal als kurzes Training. Schauen wir mal, was da so los ist. Kann selber nicht einschätzen, wie das gefahren wird und was da wirklich so passiert. Also ja, ich schaue mir das jetzt einmal an und je nachdem, wie ich drauf bin, ob ich was probiere oder auch nicht, keine Ahnung. Die Welser Felbermeier Simpler Mannschaft scheint gut in Form zu sein. Ein wirklich eindrucksvoller Erfolg zum Auftakt der Bundesliga in Leonding. Dann starke Vorstellungen bei der Tour of the Alps. Was darf man sich heute erwarten? Ja, also ich glaube, wir haben eine gute Leistung abgeliefert bei der Tour der Alps und ja, sind mit den ganz Großen mitgefahren. Die Form passt, wir sind motiviert, wieder in Österreich Rennen zu fahren. Sind mit einer kleineren Mannschaft da, weil unsere 23 Fahrer in Frankfurt im Einsatz sind. Aber ja, ich glaube, wir haben ein paar Karten zum Spielen heute und hoffen, das Wetter passt dieses Jahr. Sollte ein Zweikampf werden zwischen Wels und dem Team Vorarlberg, sagen alle? Ja, für die Vorarlberger natürlich ein Heimrennen, wie für uns Leonding. Ist natürlich ganz wichtig, sind mit der vollen Mannschaft da, haben gute Fahrer dabei und ja, wir schauen, dass wir da gegenhalten können. Die Mannschaft, die im Vorjahr den Titel der Bundesliga gewonnen hat, heuer unter dem Namen MyBike Stevens fährt, hat einiges gut zu machen. Nach der enttäuschenden Leistung möchte ich sagen, in Leonding, wie gut aufgestellt sind Sie denn heute? Ja, wir sind heute mit 4 Mann am Start, leider sehr dezimiert. Aber wir geben alles und schauen halt, dass wir vorne mitfahren. Oder wenigstens die Gruppen besetzen und so aktiv im Rennen sind. Martin Mugerli, der Titelverteidiger, ist ja längere Zeit jetzt weg vom Fenster. Ich habe gehört, hat eine Knieoperation hinter sich. Wie geht's ihm? Ja, am Weg der Besserung, aber ja, es zwickt und zwackt und dauert sicher noch einiges an Zeit. Für die Mannschaft von Rinkhoff läuft es im Frühjahr bis jetzt, glaube ich, wirklich zur Zufriedenheit aller. Sebastian Schönberger, was erwartet man sich heute hier in Nenzing? Ja, auf alle Fälle. Saisonauftakt von der Radbundesliga in Leonding ist nicht ganz auf Plan verlaufen, aber ich glaube, wir haben uns extrem stark präsentiert. Dann beim Kirschblütenrennen haben wir gesehen, okay, dass wir sicher eine der stärksten Mannschaften jetzt in Österreich sind. Ja, für mich ist es jetzt auch ganz gut gelaufen. Nach den Rennen in Frankreich bei der Tour de Loire Echère war ich auch recht zufrieden für das Profil. Und ja, schauen wir mal, was heute ausschaut. Ich glaube, die Strecken ist eine andere wie die letzten Jahre. Ist eine Spur schwerer, laut den Prognosen. Und heute bei den sommerlichen Temperaturen in Nenzing, glaube ich, darf sicher was für uns ausschauen. Manchmal ist es schwer, auch für eine Radweltmeisterschaft im eigenen Bundesland Werbung zu machen. Daniel Knapp, die Tour auf der Alps mehr oder weniger gut oder schlecht überstanden. Wie fühlen Sie sich denn jetzt? Ja, ich würde sagen, wir haben die Tour auf der Alps schon gut überstanden. Es war ein Lernprozess, also das war uns von Anfang an klar. Es war cool, sich mit den Leuten zu messen und es war schon eine Riesenerfahrung. Mit 2 Mann hier in Nenzing wird man wahrscheinlich keine Bäume ausreißen können. Nein, sicher nicht, aber wir hoffen auf ein schweres Rennen und ja, entweder Hopp oder Drop. Also wir werden alles geben, dass wir trotzdem ein gutes Ergebnis einfahren können. Ja. Stefan Böll, das Rennen in Nenzing, sagt man, ist eher ein Rennen für endschnelle Leute. Was glauben Sie, wird es heute werden? Ja, bis jetzt war es eigentlich oft eine Ankunft von 30, 40 Leuten im Sprint. Aber heute ist ein neuer Kurs. Wir werden sehen, wie das jetzt das Rennen verändern wird. Es soll angeblich ein wenig schwerer sein. Schauen wir mal, was sie da gibt. Patrick Schelling, am Geburtstag, den Sie regelmäßig bei diesem Rennen feiern, darf man oder hofft man, glaube ich, aus Vorarlberger Sicht heute Spitzenplatzierungen, eine Armada mit 15 Mann gleich heute am Start. Wie sehen Sie denn realistisch wirklich die Möglichkeiten, wenn man sich selber sozusagen einen Druck auferlegt hat? Ja, so einen riesen Druck machen wir uns sicher nicht. Realistisch sind die Chancen sicher. Wir haben auch 6, 7 Leute, die das Rennen gewinnen können und ich denke, wir sind gut aufgestellt. Wir werden voll angreifen, offensiv fahren und dann können wir schauen, was herausschaut am Ende.
Die Konkurrenz weiß, dass heute die Nenzinger Organisatoren den Kurs ein wenig verändern mussten aufgrund von Bauarbeiten auf der alten Strecke. Die neue Variante ist noch schwerer geworden, noch steiler. Sie sind Einheimische hier, Sie müssen wissen, wie es geht. Wie schwer wird der Kurs wirklich sein? Ja, also ich denke, klar, die alte Runde war schon recht selektiv, aber mit dem neuen Anstieg nach Röns hoch, circa 3 Kilometer am Ziel, biegen wir rechts hoch weg. Es ist kein langer Anstieg, aber sehr hart und sehr steil. Und ich denke, speziell dann oben die Abzweigung links in die Abfahrt, die recht flach wird, wird da die Löcher aufgehen lassen. Die Mannschaft mit 15 Fahrern am Start, alles andere als ein Sieg wäre heute fast schon eine Niederlage, oder? Ja, natürlich, wenn man mit so vielen Fahrern am Start ist, die auch wirklich stark im Moment drauf sind, muss eigentlich der Sieg her. Pünktlich um 11 Uhr heißt es am Tag der Arbeit nun für die 134 Elite- und U23-Fahrer mit der Arbeit zu beginnen. Es geht in die erste von 9 Runden mit je 18 Kilometern Länge, was eine Gesamtdistanz von 162 Kilometern ergibt. Die Streckenführung wurde wegen der erwähnten Straßenbauarbeiten verändert und führt von Nenzing nach Schlins, hinauf nach Röns, wieder hinunter nach Satteins, weiter nach Frastanz und über Vordergamm zurück nach Nenzing. Der Anstieg nach Röns hat es in sich, denn hier gilt es auf nur 1,6 Kilometern einen Höhenunterschied von ganzen 130 Metern zu überwinden. Der erste Anstieg bringt auch gleich schon eine Vorentscheidung, denn bei der Abfahrt Richtung Satteins bildet sich eine 17-köpfige Spitzengruppe. Die Fahrer arbeiten gut zusammen und vergrößern den Abstand zum Hauptfeld bis zur ersten Zieldurchfahrt auf 32 Sekunden. In dieser Spitzengruppe sind viele bekannte Fahrer vertreten, unter anderem Patrick Schelling, Gian Friesecke, Stefan Rabitsch, Hans-Jörg Leopold, Sebastian Schönberger, Helmut Trettwer, Markus Eibecker und auch Mountainbike-Profi Daniel Geismeier. In der zweiten Runde dezimiert sich die Spitze auf 10 Fahrer. 58 Sekunden dahinter fährt Ricardo Zeudel mit dem Hauptfeld durch Nenzing. In der fünften Runde bildet sich eine Verfolgergruppe. In der sechsten beträgt dann der Abstand zwischen der inzwischen 9-Mann-Spitze und den Verfolgern 2 Minuten 33 Sekunden und zwischen den Verfolgern und dem Hauptfeld wiederum 20 Sekunden. Schönberger springt am Anstieg nach Röns die Kette heraus, er verliert dadurch jetzt leider den Anschluss an die Spitze. Schönberger gibt alles, arbeitet sich noch einmal bis auf 200 Meter an die Spitze heran, doch dann fällt er ins Feld zurück. Die Führungsgruppe besteht nun übrigens nur noch aus 8 Fahrern. In Runde 8 schrumpft die Spitze auf 6 Fahrer. Die Verfolgergruppe ist nun Geschichte. Das Feld wiederum hat einen fast schon astronomischen Rückstand, liegt nun bereits 5 Minuten zurück. Rabitsch, Schelling, Thalmann, Trettwer, Friesecke und Eibecker versuchen nun für das Finish eine gute Position zu finden. Wir sind auf den letzten 18 Kilometern. Die Spitze besteht jetzt aus 4 Fahrern. Vorne werden zahlreiche Attacken gestartet, gleichzeitig aber wieder vereitelt. Hier versucht es Patrick Schelling, doch Trettwer und Eibecker ziehen nach, Friesecke bleibt im Windschatten. Den nächsten Versuch startet Helmut Trettwer. Doch auch er kommt nicht weg.
Jetzt geht Gian Friesecke. Eibecker sieht sich kurz um, kommt von der Straße leicht ab, meistert die Situation aber gut. Friesecke ist in der Zwischenzeit aber entwischt. Der Schweizer vergrößert den Abstand indessen immer weiter. War das die Aktion, die ihm hier den Sieg bringt? Jetzt hat der für das Team Vorarlberg fahrende Schweizer nur noch knapp 1000 Meter vor sich. Zuletzt war 2014 mit Fabian Schneid, einem Fahrer des Vorarlberger Teams, ein Erfolg in Nenzing gelungen. Nun fährt Gian Friesecke Richtung Heimsieg und wird von zahlreichen jubelnden Fans erwartet. Ja, es ist geschafft. Gian Friesecke gewinnt mit einer Zeit von 3:45:52 den Grand Prix Vorarlberg. Den Sprint um Platz 2 und 3 gewinnt Patrick Schelling. Damit perfektioniert er das Ergebnis für das seit 20 Jahren bestehende Vorarlberger Rennteam. Platz 3 geht an Helmut Trettwer und als Vierter überquert Markus Eibecker die Ziellinie. Der Steirer baut seine Führung in der Radliga weiter aus. Markus Eibecker führt in der Bundesliga nach zwei Rennen. Er konnte zwar den Erfolg vom Heimrennen nicht wiederholen. Heute ist er sozusagen Vorarlberg mit der geballten Kraft angetreten. Mehr als wie ein vierter Platz war es heute nicht. Heute war wirklich ein sehr schweres Rennen. War eigentlich nicht geplant, dass der Tag so hart wird. Nachdem man noch 10 Kilometer eigentlich quasi in die Spitzengruppe schon die entscheidende Spitzengruppe sich schon gelöst hat. Man dann 150 Kilometer Verfolgungsrennen, die Vorarlberger waren immer in Überzahl, haben wir von der Stärke heute verdient gewonnen. Die haben nichts anbrennen lassen. Ich glaube, vierter Platz ist okay. Wir haben die Cup-Gesamtwertung auch ein bisschen im Auge und für das hat es eigentlich schon sehr gut gepasst. Gian Friesecke hat unglaublich gejubelt im Ziel in Nenzing beim Heimrennen für das eigene Team, das hier zu Hause ist. Wie wichtig, wie deutlich, wie schwer war dieser Erfolg heute für Sie? Ja, natürlich eine Riesenlast von den Schultern gefallen. Mein letzter Sieg schon lange her und ich wusste, ich hab's drauf, aber ja, jetzt einfach nur glücklich, dass es funktioniert hat. Es war doch ein gewisser Druck, weil alle erwartet haben, dass ein Vorarlberger Fahrer hier gewinnt. Ja, das war auf jeden Fall wichtig und auch schön, dass hier einer gewinnt von der heimischen Mannschaft. Mir war persönlich eigentlich auch egal, ob ich gewinne oder ein anderer. Es hätte mich natürlich auch gefreut, wenn Patrick gewonnen hätte, aber jetzt auf jeden Fall stolz, dass es so geklappt hat. 1 und 2, besser geht's wohl nicht. Patrick Schelling, zur Belohnung für den heutigen Geburtstag gibt es die Wertung als aktivster Fahrer des gesamten Feldes und Platz 2 in der Tageswertung. Ich glaube, damit können Sie auch leben, oder? Ja, ganz sicher. Ja. Für uns hat wirklich alles gepasst heute für das Team Vorarlberg. War nicht immer so. Letztes Jahr waren wir Zweiter hier, war auch nicht schlecht. Aber dieses Jahr Doppelsieg ist wirklich, kann man nicht besser machen eigentlich. Helmut Trettwer, in einer sehr ambitionierten Phase des Rennens haben Sie es öfters versucht wegzukommen, aber ich glaube, gegen die beiden Vorarlberger war heute nichts zu holen. Na, war nicht viel zu machen. Vor allem waren es erst 5, dann 3, die Welser zu 2. Und ja, ich habe es halt immer versucht und gehofft, vielleicht schauen sie es immer ein bisschen gegenseitig an. Aber ja, die Jungs haben es verdient gewonnen, haben sie stark gemacht, muss man akzeptieren. Das Rennen durch die neue Streckenführung schwerer geworden? Ja, schon viel schwerer. Vor allem ja, der Anstieg ist länger und über die Kuppe drüber tut es richtig weh. Dass man jetzt 160 Kilometer da vorne fährt, das macht es nicht leichter. Das Ergebnis noch einmal im Überblick. Gian Friesecke gewinnt 40 Sekunden vor Patrick Schelling, beide vom Team Vorarlberg Santig. Dritter wird Helmut Trettwer von WSA Pushbikers Arbö. Platz 4 sichert sich Markus Eibecker vom Team Felbermeier Simplon vor seinem Teamkollegen Stefan Rabitsch. Markus Eibecker führt die Radbundesliga mit 355 Punkten, vor Rabitsch mit 313 und Helmut Trettwer mit 239 Punkten an. In der Teamwertung liegt Team Felbermeier-Simplon mit 55 Punkten vorne, Team Vorarlberg folgt mit 51 Zählern und Hrinkhoff Advarik Cycling liegt mit 42 Punkten auf Platz 3. Für das nächste Rennen am 6. Mai wechseln wir vom westlichsten in das östlichste Bundesland, nach Horizon im Burgenland. Bis dahin, auf Wiedersehen.